Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Animation Throwdown mit Miniman gleich. Ja, der Money BG soll ja jetzt kommen und ich habe mal geschaut, was gibt's denn da aktuell überhaupt alles an Karten. Wir haben hier Count of Mounty Hall zum Beispiel, ist eine neue. Mit Cheers, Blutsauger und Revanche. Wir gucken uns die Karten dann im Detail auch nochmal an. Wir haben High Roller Stewie, das ist jetzt auch dann Money. Count of Mounty Hall, nochmal das Ganze. High Roller Stewie ist jetzt nicht gerade so eine super Kombo, sieht man ja. Lord Griffin sieht mega interessant aus, die werden wir uns alle nochmal anschauen. Mit Berauscht, mit Heilen und mit Gas. Die Battleground Effects weiß ich jetzt noch nicht, was da kommen wird, aber auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Lord Griffin, Solid Gold Tuxedo. Bin ich jetzt auch nicht so begeistert von hier, Lord Griffin. Auch wieder Solid Gold Tuxedo. Furcoat Lois. Oder Furcoat. Oh mein Gott, das sieht übel aus. Mit Entführen mit Punch und mit Gas. Also die Lois Griffin entwickelt sich langsam wirklich zu einer starken. Selber Effekt hatten wir damals mal mit Roger gehabt. Der Roger war lange Zeit echt eine der schlechtesten legendären Karten und dann so langsam aber sicher hat er sich gemausert. Und ich sehe die ganzen neuen Kombos, die für die Lois kommen und die werden echt immer stärker. Also das hier ist mega mit Entführen, mit Punch und mit Gas. Das ist schon heftig und die Werte sind krank. Diamond Ring Lois, auch wieder Money. Dann wieder die Fur Court Coat Lois. Dann haben wir hier heute übrigens als Combo Mastery Blueberry Delivery Girl. Habe ich euch ja auch gezeigt. Definitiv auch interessant. Dream Millionär. Wollen wir mal gucken, was das genau ist. Dream Millionär. Muss mal gucken. Mit alle heilen, mit Cheers und mit einer Mauer. Gibt es auch eine Mythic-Version hier, guck mal. Dream Millionär. Country Club Steve sieht auch interessant aus. Müssen wir uns auch mal anschauen. Mit Bodyguard, mit Motivieren und mit Heilen auch verdammt viel davon. Old Steve wird jetzt auch Cash. Guckt euch das an. Old Steve war jetzt erst drin gewesen. Ich habe gar nicht geahnt, dass das eine Combo ist, die hier. Gut, ich meine, geht hier bis legendär, aber dass das eine Money-Karte wird, Cash. Country Club Steve wieder. Ah, hier haben wir einen Old Steve nochmal. Ja, Wahnsinn. Scheiße. Rich Haley, klar. So, Country Club Stan. Country Club Stan, Alter, guckt euch das Ding an. Mit 15-fach Punch, mit 21 Gas und 14er Schild. Stan's Grill. Na klar, mit seinen Goldzähnen. Hover Throne King, natürlich auch Money, also Cash. Ja. Max Jets. Wow, da bin ich gespannt, was das ist, ey. 24 Punch, 21 Revanche, 14-fach berauscht. Max Jets, das wird ja richtig crazy werden. Banker Roger, der ist wieder Schrott. Da ist wieder mal eine schlechte Roger-Kombo. Rich Francine, auch wieder Schrott. Um uns auch gar nicht länger mit zu befassen. Fake Son Jean. Alter Vater, guckt euch das an. Berauscht, Cripple und hier mit Stoß. Aber 12-fach berauscht, 23 Lähmen und 25 Stoß. Okay. Jesus, Maria und Josef, das könnten wieder echt Hammerdinge werden. Dann hier dieser Money Retriever. Finde ich persönlich nicht so gut. VIP Cruise. VIP Cruise mit Entführen, mit Mauer und mit Cripple All, also alle Lähmen.
Auch das wird interessant werden. Ja, natürlich, mega geil, der SWAT-Bob. Ey, SWAT-Bob ist cool. Ist kultig. Müssen wir auch schauen. Fett das Teil. Ey, zieht euch das mal rein, was der für Werte in der Mythic-Version hat. Hier, 42er Mauer, 42 heilen. Alter, Vater. Das ist kranker Scheiß. Lubel Scherer, wiederum nicht so toll. Ich bin jetzt nicht so begeistert von. Was ist das? Oil Recipes. 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 Mit Entführen, mit Punch und mit Lähmen. Dann haben wir den Boss Hank. Oh mein Gott. Also Oil Recipes ist natürlich auch schon echt krank. Ne? Ich bin mal gespannt, was ist jetzt hier Master Robert. Was das alles. Oh, das Benders Orphinarium. Orphanarium auch. Wird jetzt Money, verstehe ich jetzt nicht so ganz. Also das Vaisenarium mit 21-fach heilen und hier mit Schild. Verstehe ich nicht, warum das, was das mit Cash zu tun hat, aber das Waisenhaus. Shiny Pebbles. What the fuck? Mit Revanche lähmen und kriegst Leben mit hinzu. Wenn Clothes made of cash. Wow. Aber nicht so eine tolle Combo. Ist hier nur mit uninteressanten Karten scheinbar. Kann aber eventuell gleich noch was kommen. Shiny Pebbles wieder. Ah, hier kommt es jetzt in der legendären Version mit Heilen und mit Motivieren. Rich Lila. Ah, finde ich jetzt nicht ganz so toll. Der Mushu, der kotzende Pottwal. Wird auch Rich. Okay, Rich Lila wiederum. Dann haben wir das. Talking Tattoo ist auch Rich. Amy's Talking Tattoo. Billionaire Fry, auch wieder mit. Oh Mann, das wird viel mit berauscht sein. Berauscht, berauscht. Bombe und motivieren. Das ist krank. Shut up and take my money, natürlich auch. Cash. Great. 38, Bürokrat. Okay. So, jetzt schauen wir uns mal einzelne Dinger nochmal im Detail an, weil ich bin jetzt einfach mal gespannt. Wir haben jetzt hier dieses Count of Monty Hall zum Beispiel. Count of Monty Hall. Müssen wir mal schauen, was das überhaupt ist hier. Count of Monty Hall. Gucken wir mal. Count auf Monty Hall. So, gehen wir mal hier wieder ein bisschen zurück auf 100%. Count of Monty Hall. Ah, okay, alles klar. Das ist ja jetzt echt interessant. Also, das ist jetzt hier. Kann ich eigentlich dahin gehen? Das ist ein Stewie mit dieser Pewter Schmidt. Keine Ahnung, wie das Ding ist. Wie heißt denn das? Pewter Schmidt. Mensen. Pewter Schmidt Mensen. Ist das okay? Carter Pewter Schmidt. Rusty. Mr. Fischöder. Okay. Also ist eine Kombo mit dem Stewie hier. Alles klar. Sehr, sehr interessant. Gehen wir wieder hierhin zurück. Moment, da schauen wir mal, wie es jetzt hier aussieht. So, das war diese hier. Okay, dann sind wir bei Lord Griffin. Ich glaube, Lord Griffin müsste wahrscheinlich, Lord Griffin müsste wahrscheinlich der Peter sein. Vermute ich jetzt einfach mal. Lord Griffin. Gucken wir mal. Lord Griffin. Wir machen das jetzt mal anders. Wir nehmen jetzt einfach mal hier eine dieser Kombos, dieses Daughter Rife Chateau zum Beispiel, und dann schauen wir uns das Ganze mal aus der Sicht durch, weil ich schätze, dass wir dann auch schon sehen werden, was die ganzen Kombos sind. Also wir gehen jetzt mal hier hin und machen das mal so. Das war das Falsche. So. Also wir hätten einmal dieses Daughter Rife Chateau.
als Dewey zum Beispiel. Es gibt dieses Count of Monty Hall. Mit Peter kommt dieser Lord Griffin raus. Das wird mega krank werden. Lois Griffin gibt diese Fuhrer Code Lois. Hat man ja schon fast damit rechnen können. Mit der Tina, klar, Blueberry Delivery Girl. Dream Millionär mit der Peggy. Okay. County Club Steve, klar, war auch wieder logisch. Rich Haley mit Haley, auch klar. Country Club Stan ist auch eigentlich logisch. Der Overthrown King, dass das der Bullock ist, ist ja schon eine ältere. Max Jets ist mit dem Roger. Okay. Da haben wir allerdings jetzt wieder eine geile Roger-Kombo, ne? Also das Ding, das wird richtig knallen. Definitiv. Hier die Rich Francine wieder Schrott. Eugene Belcher ist dieser Fake Son Gene, klar, Gene Belcher. VIP Cruise ist mit der Linda Belcher. Okay. Klar, SWAT Bob mit Bob ist logisch. Lou Belcher ist Louise, das war auch klar. Hank Hill ist dieser Eurysips. Ah. Geil. Bobby, Master Robert, klar. Bender hier mit Benders Orphanarium. Zoidberg ist dieser Shiny Pebbles dann. Okay. Lila, Rich Lila, Amy's Talking Tattoo, Philip J. Fry ist dann dieser Billionär Fry, der ja auch richtig geil wird. Und dann haben wir noch diesen Hermes. Haben wir jetzt irgendwas übersehen? Lass mich mal ganz kurz nochmal in das andere Ding reinschauen, ob uns irgendwas fehlt. Klar, den, warte mal, lass mal gucken hier. Also. Lord Griffin hatten wir jetzt gehabt. Das war mit Peter. Solid Gold, klar, ist logisch. Das war hier mit der Lois. Das hatten wir auch schon gehabt. Wenn man uns genauer anguckt. Blueberry Delivery Girl, ist klar. Mit der Tina. Dream Millionär hatten wir jetzt gehabt. Ist auch klar. Country Club Steve, ist klar. Das hier ist wieder mit dem Steve, ist auch klar. Bam, 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 bam. Stan's Grill ist auch logisch. Stan ist klar. Overthrown King ist klar. Max Jets war der Roger. Rich Francine ist auch klar. Der Steve war auch wieder klar. Money Retriever, VIP Cruise. VIP Cruise, hatten wir das eben gerade gehabt? VIP Cruise, ich bin mir jetzt gerade nicht so sicher. Ich glaube, VIP Cruise hatten wir jetzt noch nicht gehabt. Lass mich mal kurz schauen, ob wir VIP Cruise finden können, was das ist. VIP Cruise. VIP Cruise. So, lass mal kurz gucken. Ja, stimmt. Ach, das war die Linda, Linda Belcher. Ja, klar, logisch. Okay, da können wir gleich auch schon wieder hierhin zurück. Das war die Linda. Ja. So, VIP Cruise war die Linda. So. Dann haben wir den SWAT Bob, ist auch klar. Lou Belcher wieder. Oil Recipes war mit dem Hank Hill. Auch klar. Master Robert. Benders Orphanarium. Shiny Pebbles war hier mit dem Zoidberg. Genau. Im Zoidi. Dann haben wir hier den Mushu und Rich Lila. Ist auch klar. Lila. Dann haben wir hier die Amy. Billionaire Fry ist der Fry. Okay. Und das. Da sind wir eigentlich schon durch. Dann gucken wir nochmal ganz kurz hier in diese, in die einzelnen Dinger rein. Ich möchte es euch nur kurz mal zeigen. 300 Dollar Haircut wird das sein. Dann haben wir hier diesen Carter Pewterschmidt. Dann haben wir hier Craig Manson. Dann haben wir Daughter Rife, Chateau und Lottery Winnings. Ja, ist klar, das brauchen wir jetzt nicht wirklich. Lottery Winnings ist uninteressant. Million Dollar Can ist auch uninteressant. Mr. Fischöder. Pewterschmidt. Rusty. Und das war's. Ja, Leute, wenn euch. Das heutige Video gefallen hat, dann lasst mal einen Daumen nach oben da. Wenn euch das heutige Video gefallen hat.
Dann lasst mal einen Daumen nach oben da, schreibt was in die Kommentare, abonniert den Kanal und schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Animation Throwdown mit mir immer gleich. Ich hoffe, ich konnte euch einigermaßen hilfreich sein. Und ja, lasst uns mal schauen, was dann bei dem Money BGE rauskommt. Ne? Haut rein, macht's gut, bis dann und tschüss.